Guten Morgen aus meiner Sicht heraus und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Oh Gott, es ist wirklich früh. Auf meiner Uhr haben wir so 10 Uhr, 5.30 Uhr am Morgen. Ich konnte nicht mal weiter schlafen, deswegen bin ich schon hier. Also nicht wundern. Wir machen heute ein bisschen Rückenjagd. Ich hätte ja Bock drauf. Versuchen Sie nicht, das ist schon mal was. Hoho, das ist ganz schön frech, Mädels. Abgetrennt. Jo, Digi, was los? Damit, jetzt sehe ich das gerade erst. Oh, geht ja gleich richtig gut los für uns. Aber dich will ich gerade gar nicht. Dich. Die gehen aber auch weg. Ja. Wow. Schöner Passat. Hey. Okay,
Baby, burn! Ja, anders geht's dann nicht, ne? Als so rum zu tänzen. Ah, schön. Fängt ja gut an. Ob man einen Brüllrücken gegen einen Brüllrücken aus... Ob man einen Brüllrücken, einen Eisbrüllrücken gegen einen Feuerbrüllrücken ausspielen könnte? Wäre das gnädig? Kleine Zierpflanze. Du wirst mir sicher helfen. So dieses so Bruder gegen Bruder ausspielen? Oder Bruder gegen Schwester? Hey, das Brüllrückenherz, was wir wollten. Ah, sehr schön. Guck mal, ich finde, da haben wir schon mal gut angefangen. So. Jetzt haben wir nur ein kleines Heilproblem, was wir vielleicht mal regeln sollten. Ah, hey, fängt doch gleich gut an. Fängt doch gleich richtig, richtig geil an. Also, hi, erstmal. Willkommen zurück. Jetzt kann ich es ja nochmal richtig machen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich gehe ab morgen in Vorproduktion, denn ich bin für 4 Tage außer Lande und ja, daher werde ich ein bisschen vorproduzieren. Weil normalerweise handhabe ich das ja ganz gerne, ja immer am gleichen Tag aufzunehmen wie heute jetzt, aber morgen werde ich ein paar Folgen vorproduzieren müssen. Aber ich freue mich dann auf jeden Fall wieder drauf, wenn ich hier täglich aufnehmen kann. So. Was haben wir ja noch so zu tun? Wir haben jetzt Brüllrücken. Gehen wir mal da in die Richtung. Da wollten wir eigentlich eher hin, weil wir wollten ja die Blume mitnehmen. Kleines Häschen. Lauf, kleines Häschen. Okay. Kaffee nicht trinken, nicht vergessen. Ja, schön ist, ich könnte mich jetzt hinlegen und dann wären sie wieder da. Das ist immer gleichzeitig das Gruselige daran. Ey, das ist schon richtig schön hier. Hallo, liebe Blume. Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Wieso? Hier fehlt halt noch eine zweite. Banuk. Aber die haben wir halt hier nicht, ne? Ne, wir haben hier noch die nächste Metallblume. Wir laufen halt die mal ein bisschen langsam ab jetzt, weil wir wollten die ja schon mal sammeln. Mal gucken, wir können ja immer noch dazwischen dann gucken, was wir machen können. Zum Beispiel, was ist denn das da oben? So, die Buchstätte. Ah, das Lager der Schattencatcher. Da war ja was. Ich finde die Geschichte da ziemlich cool mit denen. Holzbanuk. Hi Mädels. Frischer geht's nicht.
Oh doch. Direkt aus dem Tier herausgeschnitten und gegessen. Lasst mich in Ruhe. Obwohl, es ist ja in dem Sinne ja wirklich frisch aus dem Tier rausgeschnitten. Okay. Man merkt es früh morgens. Also perfekt ziehen kann ich aber noch nicht. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ist das für ein Geräusch? Ihr hört es ja auch, ne? Wow, was ist das denn für ein Geräusch? Ja. Nein, nein. Wir müssen sowieso in die Richtung, was passt. Können wir uns gestohlen bleiben? Obwohl, nee, ich will die an die Einsam. Gut, die habt ihr natürlich jetzt angelockt, ne, durch die Illusion. Das ist interessant, dass da oben solche Viecher rumfliegen. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nope, du gehörst mir, mein Freund. Was zur Hölle ist das hier für ein Geräusch? Ich frage mich schon, was das für ein Geräusch ist. Wir gehen mal in die Richtung, die ich gerade gucke. Irgendwie finde ich dieses Geräusch sehr faszinierend.
Hm, etwas Vorrat. Irgendwoher muss es ja kommen. Da ist ein Langhals unterwegs, okay. Faszinierend, dass einer ist, aber gerade nicht von Belang für uns. Ich frage mich gerade eher, wo dieses andere Geräusch herkommt. Dieses Geräusch. Es kommt von hier oben. Kann nur von hier oben kommen. Also, das eigene Territorium hier kaputt gemacht wird, ne? Bastarde. Ganz einfache Sache. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Das hier ist eine alte Satellitenanlage. Das ist ja schon ziemlich cool. Da kommen sie. Da kommt wer? Da kommt ja sowieso keiner ruf. Mädel, wer soll denn hier hochkommen? Erzähl mal. Das wäre geschafft. Ja, war ja auch nicht schwer. So. Lass uns mal die Dings hier einsammeln. Das Ding sieht ja ziemlich cool aus. Kennen wir das schon? Oder wenn ich das Anwesen sein. Oder? Glaube ich nicht.
Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Was für ein seltsames Ding. Leute, ist es das? Wenn man sich überlegt, als wir noch das Panorama angeguckt haben, war das hier alles ja scheinbar wüstenartig, ne? Wie sehr sich das doch dann gewandelt hat, ist schon sehr interessant. Sieht ja trotzdem schon ziemlich cool aus. Wenn wir in diese Richtung gucken, sehen wir Meridian. Dann muss doch hier, da. Das Anwesen. Waren wir da schon mal? An sich haben wir hier alles Wichtige. Wisst ihr was? Wir gehen da mal hin. Irgendwie kann ich mich da nicht dran erinnern, dass wir mal bei diesem Anwesen waren. Weil dieser Turm ist doch schon sehr markant. Doch, Leute, hier waren wir wirklich schon. Aber ich kann mich an das oben nicht erinnern. Kommt man da irgendwie hoch? Da kommt man bestimmt hoch. Nur wie? Wie kommt man da hoch? Ich habe mich bestimmt schon mal gefragt. Oder wir waren bestimmt schon mal da irgendwo in der Nähe. Ah, ich bin doch einfach gerade zu doof. Hundertprozentig. Aber wie kommt man da? Das mache ich mir zur Aufgabe herauszufinden, wie wir da hochkommen. Ich will an diesen Turm. Oder ich wette, wir kommen von da aus da hoch. Oder da. Da kommen wir hoch. Hundertprozentig da kommen wir hoch. Ich finde es immer noch faszinierend, wie viel Verrat und alles wir eigentlich in diesem Spiel zu tun haben. Das ist schon nicht ohne, finde ich. Wir haben viele Menschen das überhaupt geschafft, so lange zu leben. Weil so viel Verrat wie in diesem Land scheinbar herrscht. Scheinbar. Wir kriegen das natürlich nur bei Quest jetzt mit, aber es häuft sich schon ganz schön krass. Jetzt bin ich gespannt. Oh nö. Habe ich meinen Kaffee ausgeschüttet? Nicht toll, Patsch. So, pass auf, dann geh erst nochmal da hoch. Jetzt so richtig hoch und dann würde es mich hier mal interessieren. Warum kann man hier runtergehen? Was für einen Grund hat es, hier runtergehen zu können? Außer eine schöne Aussicht. Genau, so eine schöne Aussicht hat das nichts so zu bedeuten, scheinbar. Ich weiß nicht, ob das hier zum Anwesen eigentlich dazugehört oder nicht. Scheint ja trotzdem ja extra gebaut zu sein. Okay, also hier haben wir aber dann eine Aussicht.
sieht ja schon mal richtig krass aus. Hallo? Jemand zu Hause? Was zur Hölle ist das für ein Gebilde? Mit irgendwas hat das ja hier zu tun, sonst würde das ja nicht so existieren hier. Nur was? Ich habe auch gerade keinerlei Informationen darüber, ne? Ich weiß nicht, was dieses Gebäude hier ist. Der Turm, vertikales Bauwerk, unbekannte Herkunft, fortschrittliche Metamaterialkonstruktion. Okay. Das ist schon mal ein Anfang. Halt, stopp, ich will hier wieder raus. Kein Ding rein oder so, ne? Ich wette, irgendwas hat das Ding hier noch. Irgendwas macht dieses Ding noch. Ich wette irgendwie so, das ist so eine Riesenantenne oder so. Aber auch hier diesbezüglich kriege ich keine Information, was das hier ist. Ich bin offiziell verwirrt. Ja. Ich bin offiziell verwirrt. Jetzt gehen wir noch dahin. Und Leute, ich verabschiede mich jetzt schon. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt ein paar Metallblumen gesammelt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Ich habe euch ein bisschen was erzählt. Wir haben diesen wunderschönen Turm gesehen, der noch mysteriös ist. Und boah. Ab morgen geht es, wie schon gesagt, in die Vorproduktion. Und dann werden wir uns dann halt jetzt aktiv erst nächste Woche wiedersehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns damit beim nächsten Mal. Bis dahin. Au revoir.